Also wir haben jetzt im vorhergehenden Block dieses Kennlinienbild gehabt und haben da ein paar Punkte herausgenommen und haben gesagt, das nennen wir jetzt die Durchbruchspannung, das nennen wir die Flussspannung, das ist der Sättigungssperrstrom. Was noch immer was schön das Bild dieser Kennlinie beschreibt, aber keine allzu gute Beschreibung liefert, wenn ich das jetzt irgendwie in eine Formel einsetzen möchte und mir ausrechnen möchte, welchen Bauteilwert ich irgendwie brauche, etc. Gut, das Modell, mit dem man eine Diode normalerweise charakterisiert, ist diese Schockgleichung. Also das ist das Einfachste, wenn man dann weitergeht in die Schaltungssimulation, gibt es viel, viel komplexere Diodenmodelle auch noch. Aber das ist für die meisten Anwendungsfälle ist die Schockgleichung gut genug. Und da finden wir auch eine bekannte Größe wieder, nämlich den Sättigungssperrstrom. Also der ist einfach da drinnen. Und wenn ich die Schockgleichung verwenden möchte, um das Verhalten einer Diode zu beschreiben, dann muss ich irgendwie auf diesen Sättigungssperrstrom kommen. Entweder indem ich ihn direkt messe, oder ich kann natürlich auch hergehen und einfach diese Diodenkennlinie an mehreren Punkten aufwählen und dann halt einfach die Lösung für diese Gleichung suchen mit diesen bekannten Messpunkten. Gut, dieses U hier, das obere, das ist die Spannung an der Diode. Das heißt, wir haben hier das U, was wir hineinstecken, und dann das I, was hinauskommt. Das sind diese beiden, die beiden größten, die von dieser Formel in Verbindung gesetzt werden. Dieser kleine U dort hinten, das I da draußen. Und alle anderen sind Konstanten. Das IS ist eben Sättigungssperrstrom. Das E ist die Eulersche Konstante, das ist Exponentialfunktion. Das N ist der Emissionskoeffizient. Und das ist so ein, der ist 1 bei einer idealen Diode und wird größer, wenn die Diode dann weniger ideal ist. Und das UT ist die Temperaturspannung. Die Temperaturspannung ist eine seltsame seltsame physikalische Größe. Was ist denn Temperatur? Beschleunigung von Teilchen. Bist nahe dran? Und eine Teilchenbewegung. Das ist, ja. Was ist denn Temperatur als physikalische Größe? Nicht Geschwindigkeit? Energie. Ja, genau, danke. Die Temperatur ist die mittlere kinetische Energie von den kleinen Teilchen, die sich da hin und her bewegen. Ja. Und wenn diese kinetische Energie hoch ist, dann heißt das, wir reden von einer hohen Temperatur. Wenn das sehr niedrig ist, dann reden wir von einer niedrigen Temperatur. Und worin misst man Temperaturen? Was ist die... Kelvin. Kelvin, genau. Also man kann natürlich in Grad Celsius, Grad Fahrenheit... Das Problem ist, was heißt denn 0 Kelvin? Keine Energie, genau, das ist wirklich ein Nullpunkt. 0 Kelvin heißt, die Teilchen haben keine Energie. Das macht Sinn, damit kann man rechnen. Die anderen Dinge, die Fahrenheit-Skala, die Celsius-Skala, die Schrittweite in der Celsius-Skala ist sogar gleich wie in der Kelvin-Skala. Keine Skala, es ist eine Einheit. Aber der Nullpunkt, das ist das Entscheidende, ist dort irgendwo mittendrin gewählt und bei Kelvin, 0 Kelvin heißt keine Energie. Und jetzt gibt es eine Konstante, da kann ich die Temperatur in Kelvin hineinstecken und bekomme die mittlere kinetische Energie pro Partikel hinaus. Diese Konstante ist, ich habe es gerade gehört, Boltzmann-Konstante, genau, ich glaube K ist das Formelzeichen. Kurze Frage. Mhm. Vielleicht ist ein Physiker im Raum. 0 Kelvin heißt, es ist keine Energie drinnen in den Teilchen. Aber die Atome, die Elektronen schwirren sehr wohl noch herum. Ja, wir reden von der kinetischen Energie und 0 erreichst du sowieso nicht. Und die Elektronen existieren sowieso nur in so einer farmigen Wolke. Man redet ja auch nicht von Orbiten, sondern von Orbitalen. Und das sind die entsprechenden Leute natürlich ganz happig drauf, dass ein Orbital was ganz anderes ist als ein Orbit. Und du kannst sowieso nicht dorthin kommen. Das ist so ein Ding, du kannst zum Beispiel auch kein absolutes Vakuum haben. Das ist eine direkte Konsequenz aus der Unschärfe. Wenn ich
Aus der Unschärfe kannst du nämlich folgern, dass du aus einem Volumen nicht genau sagen kannst, wie viel Energie drin ist. Wenn ein Vakuum wäre, dann wäre keine Energie drinnen. Die Unschärfe sagt, du kannst es nicht genau sagen. Keins ist aber, genauer geht es nicht. Dann kommt es zu diesen Vakuumfluktuationen und diesen Dingen. Also das Null ist sowieso nur was Gedachtes. Das heißt, wir interessieren uns gar nicht dafür, was macht das Medium bei 0 Grad Kelvin. Keine Grad dazu sagen, das ist es nämlich nicht. Sondern es ist quasi nur ein Bezugspunkt. Man kann mit diesem Bezugspunkt super rechnen, ohne dass man den je erreichen muss, weil man einfach mit diesem Bezugspunkt eine direkte Relation hat zu der mittleren kinetischen Energie von diesen Partikeln, die da herumschwirren. Gut, also wir nehmen die Temperatur und multiplizieren die mit der Boltzmann-Konstante. Dann haben wir die mittlere kinetische Energie von so einem Partikel. Und sagen wir jetzt, dieses Partikel, das wir uns anschauen, ist eine Elementarladung. Dann können wir sagen, eine Elementarladung, die jetzt eine kinetische Energie hat, das heißt, bewegt sich in eine Richtung, und sagen wir, die Richtung, in die sich die bewegt, das ist zufällig entgegen eines elektrischen Feldes. Dann kommt die nicht sehr weit, weil das elektrische Feld dann eine Kraft auswirkt. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wenn die so fliegt, wird die immer langsamer und langsamer, ja, dann bleibt die stehen und hat dann quasi ihre komplette kinetische Energie, die sie gehabt hat, in potenzielle Energie in diesem elektrischen Feld umgewandelt. Nicht? Genauso wie wenn ich was nehme und hochhebe gegen das schwere Feld der Erde, dann hat das nachher eine potenzielle Energie, weil es könnte da runterfallen. Wenn sich was im elektrischen Feld bewegt gegen dieses Feld und dann bleibt es irgendwann stehen, dann hat es zwar auch keine kinetische Energie mehr, es ruht ja gerade, aber es kann wieder zurückfallen, weil das Feld möchte wieder zurück beschleunigen. Und man kann natürlich sagen, wie weit kommt es, dass ich irgendwie sage, wenn ich da ein Feld habe von, sagen wir, einem Volt pro Meter, dann kann ich mir anschauen, wie viel Meter kommt denn dieses Teilchen. Und dann kann ich mir aber genauso gut anschauen, wie viel Volt kommt denn dieses Teilchen. Und das ist die Temperaturspannung. Wie viel Volt kommt eine Elementarladung in einem elektrischen Feld, bis die komplette kinetische Energie von dieser Temperatur umgewandelt ist in potenzielle Energie von diesem Feld. Und dann muss wieder zurück und dann wird eben diese potenzielle Energie aus dem Feld wieder rausgenommen und wird wieder kinetische Energie von dem Teilchen. Das heißt, wir schreiben da auf der linken Seite die entsprechende Ladung mal der Spannung. Und natürlich, diese Ladung ist eine Elementarladung. Ich schreibe die jetzt als E+, weil mit nur E könnte man dann irgendwie meinen, das ist die Euler-Konstante. Und diese Spannung, das ist eben die Temperaturspannung. Das ist Temperatur mal Boltzmann-Konstante oder halt umgewandelt Temperatur mal Boltzmann-Konstante durch die Elementarladung. Das ist meine Temperaturspannung. Also das ist so ein Ding, das findet man immer wieder in Halbleiterbeschreibungen als Term drin, die Temperaturspannung. Und die hat halt 25 Millivolt zur Raumtemperatur, also 300 Kelvin. Und E+ schreibst du jetzt wegen der technischen Stromrichtung? Oder was? E+ schreibe ich darin, weil die Temperaturspannung positiv ist, die Temperatur positiv ist und die Boltzmann-Konstante, also brauche ich hier quasi eine positive Elementarladung. Genau. Oder eine Protonenladung. Das ist ja halt eine Elementarladung. Gut. Also da haben wir nochmal diese Größen, die wir haben in der Ding und UT, diese Temperaturspannung. Man braucht in der Regel nicht wissen, was die Temperaturspannung ist. Es reicht zu wissen, dass die grob in der Größenordnung von 25 Millivolt ist bei Raumtemperatur. Ich wollte jetzt nur mal grob erklären, wo die herkommt, damit irgendwie klar ist, das ist keine willkürlich gewählte Größe, sondern es hat wirklich schon damit zu tun, was eben so Elementarladungen machen und dass die halt weiter kommen, wenn es sehr heiß ist. Und dann kann man sich vielleicht dann noch schon überlegen, wie das dann zu tun hat mit der mit dem Sperrstrom, dass die halt eher drüber hüpfen über diese Sperrschicht in der Diode und diese Dinge. Gut, also schreiben wir noch einmal die Schockelgleichung auf. Das war I ist gleich das Sättigungssperrstrom mal E hoch und dann haben wir U durch N mal
QT minus 1. So. Und all diese Größen sollten da jetzt vorkommen. Das I und das U, das ist die Spannung an der Diode und der Strom durch die Diode. Emissionskoeffizient, Sättigung, Sperrstrom, Eulersche Konstante und 1. Warum brauche ich dieses minus 1? Hat jemand schon eine Vorstellung davon, wie die Kurve ausschaut, die man bekommt, wenn man das in ein Plotprogramm eingibt? Weil der Logarithmus von 0, 1 ist, aber bei 0 Volt kein Strom fließen soll oder sowas. Genau, genau. Oder anders gesagt, die Exponentialfunktion von Exponentialfunktion von 0 ist 1. Das heißt, wenn wir diesen Term hier nicht hätten, dann würde quasi der Sättigungssperrstrom fließen, wenn wir keine Spannung anschließen. Aber es sollte eigentlich ohne Spannung sollte kein Strom fließen, also ziehen wir dieses minus 1 ab. Jetzt haben wir aber vorher gesagt, der Sättigungssperrstrom ist urklein. Das heißt, ob das jetzt quasi ein Sättigungssperrstrom daneben liegt, den Kurvenverlauf, den wir bekommen, macht für die meisten Überlegungen keinen Sinn. Aber manchmal ist es einfacher zu umformen, wenn man dieses blöde minus 1 nicht hätte. Das heißt, man kann auch schreiben, ist ungefähr IS mal E hoch U durch N mal UT. Und wir pfeifen auf dieses minus 1 und dann kann man irgendwie viel einfacher das umformen. Aber es ist natürlich nicht ganz richtig. Wobei, wie sehr das ganz richtig ist, ist sowieso dahingestellt. Gehen wir das mal ein in ein GNU-Plot oder so und schauen uns an, wie diese Kurven ausschauen. So. So, und dann plotten wir, weiß ich nicht, von minus 10. So, IS, ja, setzen wir unser IS mal auf 1. 1 ist immer eine schöne Zahl. Ne? So. Besser? Gut. So. 1 mal exp. So, und dann haben wir U, und U ist in dem Fall unser X, durch die Emissionskoeffizienten können wir als 1 annehmen, bleiben diese 25 oder 26, wenn man es richtig rundet. Je nachdem, wo Raumtemperatur ist. Das ist auch so ein schwammiger Begriff, Raumtemperatur. Und meistens sagt man, Raumtemperatur ist 300 Kelvin, ohne sich genau darüber zu machen, irgendwann ein bisschen mehr als 20 Grad, aber 300 Kelvin ist einfach schön zum Rechnen. Gut. Und dann hätten wir eigentlich minus 1. Aber wir machen das jetzt mal so. Also genau, geht es um die Umtemperatur, nehme ich an. Nicht um die Raumtemperatur. Ja. Es geht um die Temperatur am Halbleiterübergang, die aber, wenn wir jetzt keine Leistungsanwendungen machen, hoffentlich Raumtemperatur ist. Und wenn wir Leistungsanwendungen machen, dann ist sie entsprechend größer, da muss man sich einmal Gedanken, wie viel Leistung in der Diode verloren gegangen wird und wie groß der thermische Widerstand von dem Halbleiterübergang bis zur Raumtemperatur ist. So. Also das schaut einmal sehr, sehr so aus wie unsere ideale Kurve von vorher. Jetzt mache ich mal dieses IS sehr klein. So. Also wir sehen, das schaut eigentlich immer ziemlich gleich aus. Ne? So. Es verschiebt sich das so ein bisschen. Zeigen wir vielleicht da einen kleineren Strombereich. Aha, da macht aber auch nicht viele Punkte, wo er plottet. Weiß jemand, wie man das mit GNU-Plot einstellt? Ja, das war jetzt die MATLAB-Notation für einen Vektor mit kleiner Schrittweite. Aber es heißt, glaube ich, irgendwie X-Scale oder X-irgendwas.
whatever so. Es ist schade, dass das so ausschaut. Weil da sind wir jetzt auch schon sehr. Und dann bin ich da vor. Jemand soll es recherchieren, wenn es so weiß. Also man, leider kann man da jetzt nicht hineinzoomen und so, aber man kennt irgendwie diesen groben Verlauf, dass es da dann hochspringt und wir wären halt jetzt dann hier bei der Nulllinie ein e hoch minus 24 drunter. Das, was ich eigentlich gern gezeigt hätte, wir machen das mal so. Ich zeige einfach mal eine Exponentialfunktion. So. Okay, aus irgendeinem Grund zeichnet sich jetzt hübscher und nicht so abgehackt. Also das ist jetzt eine Exponentialfunktion. Nein. Da ist 0. Ich suche da 0 und da kann nicht 0, 0 sein. So ist es besser. Und vielleicht machen wir den Plotbereich ein bisschen kleiner, dass man da irgendwie in allen Achsen von minus 3 bis 3 zum Beispiel gehen. So, genau. Und da sehen wir die Exponentialfunktion. Bei 0 hat sie genau 1. Das heißt, wenn wir das jetzt mit dem Sättigungssperrstrom einfach multiplizieren würden, hätten wir genau bei 0 Volt den Sättigungssperrstrom in Durchlassrichtung durchfließen. Das wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen bei 0 Volt genau 0 Ampere, keinen Strom haben. Und wenn wir dann in einen negativen Bereich gehen, dann soll es sich diesem Sättigungssperrstrom nähern. Und das machen wir eben, indem wir diese Exponentialfunktion genau um einen Einheitsschritt nach runter setzen. Dann haben wir eben eine Funktion, die durch den Nullpunkt durchgeht. Damit komme ich dann eben auf diesen Term hier. Und wenn man diese Exponentialfunktion, die schauen wir uns jetzt quasi sehr hoch aufgelöst, sehr, sehr nahe an. Wenn man die aber von ein bisschen weiter weg anschaut, und ich gehe da jetzt zum Beispiel von minus 100 bis 100, dann habe ich eben dieses Bild irgendwo in diesem Wertebereich, den ich da sehe, gibt es einen Punkt, da explodiert die auf einmal. Und links vor diesem Punkt ist quasi der Wert dieser Funktion verschwindend klein und rechts von diesem Punkt ist er quasi extrem groß. Und das deckt sich eben auch schön mit diesem Diodenverhalten. Natürlich kommt diese Formel jetzt nicht nur aus einer Beobachtung, wie diese Funktionskurven ausschauen, sondern das hat dann schon einen Grund, warum da ausgerechnet die E-Funktion da drinnen ist. Aber es ist quasi nicht unerwartet, dass diese Funktion gut geeignet ist, um dieses Verhalten zu beschreiben. Es gibt eine gewisse Spannung, drüber fließt auf einmal Strom und es ist gar nicht möglich, quasi mit der Spannung viel höher zu gehen, weil der Strom dann einfach anfangen wird zu explodieren. Und unter dieser Spannung tut sich einfach nichts. Da haben wir de facto eine Nulllinie bei dem Strom. Gut, also das war jetzt diese Übung hier, wir haben das mal geplottet und wir sehen, dass das ähnliche Bild herauskommt wie das, was man erwartet. Man sollte halt entsprechend diese Werte richtig setzen. Ich glaube, das ist im Skript und nicht. Ja, was ist denn jetzt der Vorteil von so einer Darstellung von einer Diodenkennlinie gegenüber diesem Modell hier?
Ein Modell ist beides. Das ist sogar ein exakt definiertes Modell, wenn ich irgendwie sage, bis daher, und dann schalten wir abrupt ein, wenn wir uns quasi dieses Hackerl hier anschauen. Was ist der Vorteil von dem gegenüber, ich verwende die Schockgleichung, was ist der Vorteil von der Schockgleichung gegenüber dem? Das ist ja beides eine exakte Beschreibung von einem Modell. Also die Schockgleichung ist eine analytische Funktion, mit der kann ich rechnen. Mhm. Und das ist vielleicht anschaulicher, das andere. Genau, genau. Also die Schockgleichung ist eine analytische Funktion, mit der kann ich rechnen. Das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Eine wesentliche Eigenschaft von dem ist zum Beispiel, dass es überall stetig differenzierbar ist. Das heißt, das eignet sich sehr gut für numerische Verfahren, um irgendwie so schrittweise herauszufinden, wie dieses System arbeitet, diese Schaltung arbeitet. Das geht hier nicht. Dieses Bild ist zwar auch exakt definiert. Ich sage, bis zu dieser Spannung und dann ist es leitend. Aber ich muss eigentlich eine Fallunterscheidung treffen. Ich muss, wenn ich mir eine größere Schaltung anschaue, vorher sozusagen eine Vermutung äußern, ist diese Diode im Sperrbereich oder ist sie im Durchlassbereich? Und wenn diese Diode im Durchlassbereich ist, naja, dann ersetze ich sie quasi durch einen Kurzschluss. Wenn diese Diode gemäß meiner Vermutung im Sperrbereich ist, dann setze ich sie durch eine Unterbrechung. Dann löse ich das komplette System für die Schaltung und vergleiche dann am Schluss, ob meine Vermutung richtig ist. Ob quasi jetzt immer noch rauskommt, die Spannung an der Diode ist so, dass sie leitet oder so, dass sie sperrt. Wenn ich mich geirrt habe, muss ich die Vermutung anders einsetzen und alles nochmal rechnen. Das kann ich machen mit einer Schaltung mit einer Diode drinnen. Wenn ich eine Schaltung habe mit, weiß ich nicht, 10 Dioden, gibt es 1024 mögliche Kombinationen, welche dieser Dioden gerade leitet und welche sperrt. Und ich werde eine Zeit lang rechnen, bis ich die richtige Kombination gefunden habe. Naja, aber ich weiß ja vorher nicht, was die Spannung an der Diode ist. Das ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Okay. Aber du weißt es ja bei der Schockgleichung auch nicht im Vorhinein, welche Spannung du anlegen wirst, und weißt das Ergebnis vorher auch nicht. Genau, aber sie ist überall stetig differenzierbar. Und damit kann ich zum Beispiel ein mehrdimensionales Newton-Verfahren machen. Aber du kannst da ja auch eine Funken differenzieren, okay. Aber wenn du nur die Lösung von der Schockgleichung haben willst, hast du eine Funktion, die verwendest du. Und im anderen Fall hast du eine viel einfachere Funktion, die du als Unterprogramm aufrufst und das liefert. Ja, wenn ich zum Beispiel die Spannung kenne. Ja. Aber wenn ich eine ganze Schaltung habe und da drinnen sind zum Beispiel 100 Dioden in meiner Schaltung, dann finde ich einen Arbeitspunkt, der funktioniert für die Schaltung, kann die DC-Analyse machen, nach wenigen Iterationen des mehrdimensionalen Newton-Verfahrens. Indem ich zum Beispiel mit irgendeinem Startwert anfange und sage, weiß ich nicht, Spannung an jeder Diode ist 0 und von dort laufe ich dann los. Wenn das 100 Dioden sind, habe ich 2 hoch 100 Möglichkeiten für diese Fallunterscheidung zum Einsetzen. Und wenn die Schaltung halt gefinkelt gebaut ist, dass ich nicht sofort sehe, ja, diese 50 Dioden leiten, diese 50 Dioden sperren, sondern ich muss es halt durchrechnen und durchprobieren, dann ist das nicht so gut geeignet. Ja, das ist ein prinzipielles Problem, wenn du irgendwelche Optimierungsverfahren hast und dort diskrete Punkte drin, also Zustände drin hast, dann sind die üblicherweise extrem schwierig zu lösen. Und das ist eben passiert, das ist überall stetig, überall differenzierbar, die Ableitung ist überall stetig, das ist eine super Funktion für Newton-Verfahren. Noch dazu ist sie monoton, das ist überhaupt genial. Also, es hängt quasi ab, was man rechnen möchte, aber ihr habt es genau auf den Punkt gebracht. Es ist nicht unbedingt ein, ich nehme diese oder jenes Modell, wenn ich es genauer haben möchte. Weil jedes dieser Modelle hat halt gewisse Ungenauigkeiten. Und wenn ich zum Beispiel weiß, wie groß die Ströme meiner Schaltungen in etwa sind, dann bin ich mit diesem Modell auch ziemlich genau. Weil dann weiß ich halt, wo ich diese Flussspannung ansetzen muss und kann damit sehr genau arbeiten. Das Problem ist halt, dass das nicht wirklich eine schöne mathematische Funktion ist, die ich dann erschlagen kann mit dem mathematischen Werkzeugkasten, welche Methoden habe ich, um ein Gleichungssystem zu lösen, etc. So ist es aber undefiniert. Die Ableitung ist undefiniert. Ja, an der Stelle ist es, also wenn ich quasi nicht diese Version nehme, sondern diese Version hier, dann ist das nicht einmal meine reelle Funktion. Aber ich kann eben diese Zustände an, das ist keine Funktion, aber ich kann diese Zustände annehmen, dass ich quasi sage,
Durchlassbereich behandle ich es wie eine Verbindung, wie ein Kurzschluss. Im Sperrbereich behandle ich es wie eine Unterbrechung. Aber ich habe eben diese Iterationen. Ich muss mit einer Annahme starten und dann muss ich es durchrechnen. Nachdem ich es gerechnet habe, sagen wir, meine Annahme war, die Diode ist eine Unterbrechung. Nehmen wir zum Beispiel, so, haben wir noch Platz zum Zeichnen. Nehmen wir eine Spannungsquelle, einen Widerstand, eine Diode. Da ist Plus bei der Spannungsquelle. Und ich behaupte jetzt, diese Diode ist nicht leitend, die sperrt. Ich habe mich vertan. Also offensichtlich leitet die in der Konstellation. Aber wenn das eben eine komplexere Schaltung ist, dann sieht man das vielleicht nicht so gut und man trifft eine falsche Vermutung am Anfang. Und meine Vermutung ist jetzt, diese Diode sperrt. Wenn diese Diode sperrt, dann kann ich die behandeln wie eine Unterbrechung. Das heißt, ich denke mir die jetzt aus der Schaltung raus. Wenn das als Stromkreis unterbrochen ist, kann kein Strom fließen. Das heißt, ich habe keinen Spannungsabfall an diesem Widerstand. Und wenn ich zum Beispiel hier dann, sagen wir, 9 Volt habe, dann würde ich quasi an dieser Unterbrechung 9 Volt haben. Es leuchtet grün. Test 1, 2, 3. Ja, ja. Ups. Das Schließen war nicht ganz so schnell. Aber es leuchtet grün. Also. Test 1, 2, 3. Irgendwas kommt. Probier den Stecker aus, ob der. Test, bla 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 bla. Test. Ich glaube, das liegt eher auf deiner Seite. So als Übung für mich. So. Und so, nein, ich verwende das andere übrigens sauber, weil ich immer das her. Ja. So, bitte sehr. Wenn ich zu leise bin, würde ich sagen, das versuche ich eher der Stütze zu sein. So. Ist das andere gefroren schon? Also kann ich schon weiter erleben? Nein. Hallo. Wo waren wir? Wir haben vermutet, dass diese Diode hier sperrt. Das heißt, wir können sie als Unterbrechung annehmen und haben diese Schaltung, die übrig bleibt. Da kann kein Strom fließen, weil der Kreis ja nicht geschlossen ist. Das heißt, ich habe keinen Spannungsabfall an den Widerstand. Gut, also, das heißt, ich habe keinen Spannungsabfall an den Widerstand, damit muss die gesamte Spannung an meiner Unterbrechung abfallen und damit ist dann quasi meine Lösung an der Diode, die ja sperrt, fallen 9 Volt in diese Richtung ab. Jetzt habe ich aber ein Problem. Meine Annahme war, diese Diode sperrt. Und jetzt fallen da aber 9 Volt in Durchlassrichtung ab. Das heißt, ich komme drauf, dass mein Ergebnis im Widerspruch zu meiner Annahme steht und ich muss alles wegwerfen und neu anfangen. Ich muss sagen, okay, neue Annahme, diese Diode leitet. Und dann kann ich sagen, okay, sie ist ein Kurzschluss. Naja, dann fallen die 9 Volt da oben ab. So, kann man das da weg. Dann fallen da 9 Volt ab. Wenn an dem Widerstand in der Richtung 9 Volt abfallen, dann fließt da ja auch ein Strom in eben dieser Richtung. Und das ist quasi mein neues Ergebnis. Und jetzt kann ich mir anschauen, okay, der Strom, der fließt da in dieser Richtung, das ist konsistent mit meiner Annahme, die Diode leitet. Das heißt, jetzt habe ich das richtige Ergebnis gefunden. Und wenn das eben eine Schaltung wäre mit nicht einer Diode, sondern 100 Dioden, und es ist nicht ganz klar und offensichtlich, welche davon leiten werden und welche nicht,
dann habe ich ziemlich viele Fälle zum Durchspielen, bis ich zufällig was finde, wo ich keinen Widerspruch habe. Und selbst wenn du es so machst, dann kommt halt raus, 30% der Dioden sind falsch, ja? Dann nimmst du für die die andere Annahme und rechnest es neu durch und dann kann es sein, 70% der Dioden sind falsch. Ja. Das sind halt nur diesmal andere. Ja? Gut, und dann ist es natürlich besser, das hier zu verwenden. Schon allein darum, weil das hier besser diesem Bild hier entspricht. Und wir sehen hier, da ist nichts, wo was plötzlich was passiert. Also ich kann hier auch sagen, naja, der Strom ist gerade ein bisschen zu groß, ich gehe ein bisschen weiter nach links. Also ich kann ja so schrittweise verbessern. In dem anderen Modell kann ich keine schrittweise Verbesserung machen. In dem anderen Modell gibt es ja nur zwei Zustände, ohne Zwischenzustände, leiten oder nicht leiten, und ich muss dann eben diese Varianten durchprobieren. Das heißt, je nachdem, welche Schaltung ich mir anschaue und welche mathematischen Methoden ich zur Verfügung habe, nehme ich das eine oder andere Diodenmodell. Gut, Diskussionspunkte. Das erste war jetzt gleich dieses, vorher haben wir es angesprochen, die Schockgleichung ist ein mathematisches Modell. Was bedeutet das? Das entspricht nicht der Realität. Ein Ideal. Ja, also das entspricht nicht der Realität, ist mal was sehr Wichtiges. Oft hört man im Radio oder sowas, dass etwas mit mathematischer Sicherheit gesagt wird. Also wenn es mathematisch ist, dann muss es absolut und unglaublich exakt sein. Also ohne jetzt über Dinge wie Unvollständigkeitsaxiom und so zu reden, trifft das mal zu auf rein mathematische Fragestellungen. Nicht? Also wenn ich irgendwie sage, ich habe zwei Äpfel und dann kriege ich nochmal zwei Äpfel, wie viele Äpfel habe ich dann? Dann kann man sagen, mit mathematischer Sicherheit 4 Äpfel, aber eigentlich habe ich ja nur einen gewissen Teil der Geschichte mit einbezogen. Nicht? Also vielleicht liegen 5 Jahre dazwischen und die anderen sind längst vergammelt. Oder, also das mathematische Modell ist immer nur so gut, solange das, was ich hineinbekomme, rein mathematisches ist. Also es ist, also das heißt, wie verhält sich das mathematische Modell zur Wirklichkeit? Es ist halt immer nur in einem gewissen Bereich gültig. Ja. Also die Shockley-Gleichung beschreibt es wieder von minus unendlich bis plus unendlich und ist damit genau für eine real existierende Diode halt nicht mehr. Also zum Beispiel kommt der Durchbruch in der Shockley-Gleichung gar nicht vor. Also wir wissen, dass der Durchbruch ein reales Phänomen ist. Eine Diode hat irgendwo eine Durchbruchspannung. Und ab dieser Spannung in Sperrrichtung fängt an, Strom zu fließen. Das findet in der Schockel-Gleichung überhaupt keine Entsprechung. Das heißt, man muss mal dazu sagen, die Schockel-Gleichung beschreibt das Verhalten der Diode in einem gewissen Spannungsfenster sozusagen. Das darf irgendwie Dinge wie die Durchbruchspannung nicht überschreiten. Und das ist quasi eine Näherung an einen Kurvenverlauf, den man dann vielleicht auch messen kann und dann kann man vergleichen und weiß, wie weit das auseinander liegt. Aber ich habe eine Reihe von Eingangsgrößen in dieser Schockgleichung. Also wenn ich jetzt mal das E nicht als Eingangsgröße und das 1 auch nicht als Eingangsgröße bezeichne, dann habe ich hier eigentlich wie viele Zahlen, die das Verhalten der Diode beschreiben. Ja, 2 oder 3. Je nachdem, ob die Temperaturspannung zur Diode dazugehört. Aber ich hätte eher gesagt 2, den Sperrstrom und der Emissionskoeffizient. Und jetzt haben wir aber irgendwie schon gelernt, es gibt irgendwie diese Arten von Dioden und jene Arten von Dioden. Also wir haben da schon einen Ausblick, dass es da irgendwie ein großes Feld von Dingen gibt, einen großen Raum von Vielfalten. Das lässt sich nicht in 2 Parameter hineinpressen, all diese Arten von Dioden, die es da gibt und die unterschiedlichen Charakteristika, die es da gibt. Also allein das sollte uns quasi schon mal zu denken geben, wenn die Vielfalt der Probleme, die wir irgendwie kennen und beschreiben können, deutlich mächtiger ist als das Zahlentuppel, das ich in eine Gleichung hineinwerfen kann,
dann wird es gewisse Aspekte geben, die dort einfach keine Berücksichtigung finden. Und in diesem Kontext muss man halt solche Modelle interpretieren. Und auch das Ohmsche Gesetz ist ja nur ein Modell für einen Widerstand, weil bei einem echten Widerstand müsste man was weiß ich was hineinbeschreiben. Also, die meisten Widerstände funktionieren gar nicht bei 1 Million Grad. Kommt nicht vor im Ohmschen Gesetz, da müsste irgendeine Fallunterscheidung drin sein. Gut. Also wir haben jetzt die Schottgleichung als Beschreibung für die IU-Kennlinie von einer Diode. Wie lautet die Formel für die IU-Kennlinie eines Widerstandes? I ist gleich U durch R. Ja. Oder U ist gleich R. Ich mag ja diese Formel lieber. Also das Ohmsche Gesetz. Das heißt, wir spielen hier quasi in der gleichen Liga wie das Ohmsche Gesetz. Das Ohmsche Gesetz beschreibt halt diese Kennlinie für Widerstände. Die Schottgleichung beschreibt so eine Kennlinie, so ein, wir wollen uns den Strom ausrechnen in Abhängigkeit von der Spannung oder andersrum für Dioden. Das ist eine coole Frage. Wie kann man grafisch die IU-Kennlinie von Serien- und Parallelschaltungen von Dioden ermitteln? Also ich habe eine Kennlinie. Haben wir da ein Kennlinienbild? So. Und da haben wir jetzt zwei Dioden. Beide in Durchlassrichtung? Na, das ist ja die Kennlinie. Da habe ich hier Sperrbereich, der Durchlassbereich. Kommt alles vor. Achso, du meinst bei der Schaltung? Ja, beide gleich orientiert. Aber, ja. Ah, nimm das Rote dann fürs Ergebnis. Nimm mal eine zweite grüne. Da ist sie eh etwa gleich und dann kommt die vielleicht da. So, also wir haben diese beiden Dioden. Und das ist die Kennlinie von D1. Und das ist die Kennlinie von D2. Und wir interessieren uns jetzt für die Serienschaltung und die Parallelschaltung von diesen beiden Dioden. Wie schaut die Kennlinie von diesen Schaltungen aus, grafisch? Wie kann ich das aus dem hier bekommen? Wir haben hier U, wir haben da I. Und wir sagen jetzt, die Kennlinie von der Schaltung D1 plus D2 schaut halt so aus. Aber man kann doch sicher zoomen, oder? Jo, komm mal. So. Also, wir haben die Kennlinie von D1, wir haben die Kennlinie von D2. Und wir wollen jetzt mal die Kennlinie von der Serienschaltung von D1 und D2 haben. Wir nennen das D1 plus D2. Also ich würde jetzt eher mal die Parallelschaltung nehmen, weil da okay. Einfach die Ströme addieren. Ja. Gut. Was ist denn gleich bei der Parallelschaltung? Die Spannung. Die Spannung. Genau, das heißt, ich kann dieses Feld hernehmen und kann meine beliebige Spannung suchen. Sagen wir die da. Und dann kann ich ablesen, wie viel Strom fließt durch die eine Diode, wie viel Strom fließt durch die andere Diode. Naja, und die Gesamtspaltung muss dann eben diesen Summenstrom machen. Das heißt, wenn ich die Parallelschaltung bestimmen möchte, dann so, also da hätten wir jetzt quasi dann hier zum Beispiel, das ist gut, da hätten wir hier den Strom, der durch D2 durchfließt, mit dieser Spannung, und dann wäre das der Strom, der durch D1 durchfließt, und wenn die parallel sind, Stromteiler, dann muss der Gesamtstrom natürlich dieser Strom plus dieser Strom sein. Das heißt, wir haben dann hier quasi einen Punkt für die Parallelschaltung. Und so gehe ich quasi alle Spannungen durch und sage dann, okay, na, weiter links davon ist das mehr oder weniger die gleiche Kurve wie D1, weil D2 ist überall 0. Und so wie das jetzt kommt,
hebt der quasi noch einmal ab und wird noch mal steiler. Und wir kriegen dann hier quasi die D1 parallel zu D2. Ich weiß, es wird immer kleiner, gell? D1 parallel zu D2. Gut, und wie könnte ich jetzt quasi analog dazu die Serienschaltung ermitteln? Genau. Ich schaue mir wieder an, was ist gemeinsam und was ist getrennt. Und das Gemeinsame ist der Strom, der durchfließt in der Serienschaltung. Das heißt, ich kann mir jetzt quasi keine Stromachse hernehmen und für jeden Strom kann ich schauen, wie viel Spannung ist an der einen Diode, wie viel Spannung ist an der anderen Diode. Und weil die halt so beschaltet sind, ist dann natürlich die Gesamtspannung die Spannung an D1 plus die Spannung an D2. Und darum habe ich eigentlich damit angefangen, weil das kann man hier schöner zeichnen. Da kann ich jetzt hier hergehen und quasi so ein Raster drüber legen. Und für jeden Strom kann ich ermitteln, naja, das ist die Spannung, die ich bei dem Strom an D1 habe. Und diese Spannung nehme ich jetzt addiert zu der anderen Spannung dazu. Dann hätten wir hier einen Punkt. So, machen wir das gleiche hier. Das ist die Spannung, die ich für den jeweiligen Strom hier brauche an D1. Das zähle ich dann zu dem dazu, was D2 hat. So. So. Und was man da jetzt erkennen kann, ist natürlich, so schaut es ungefähr aus, D1 plus D2, dass diese Serienschaltung deutlich flacher an der Kennlinie ist. Also quasi die Flachheit, wenn ich das so sagen kann, von diesen beiden Dioden, die addiert sich da gewissermaßen. Das Resultat wird flacher. Bei der Parallelschaltung, wenn ich die übereinander addiere, wird das Resultat steiler. Steilheit addiert sich hin. Alles nicht sehr exakt formuliert, aber als Idee von dem, was dann passiert. Und auf diese Art und Weise kann ich natürlich jede Kennlinie grafisch kombinieren. Das hat jetzt nichts mit Dioden zu tun, sondern bei Serienschaltungen ist es immer so, dass der Strom gleich ist für beide Bauteile, aber jeder kann eine andere Spannung haben. Und die Gesamtspannung ist dann halt die Summe dieser Einzelspannungen. Bei der Parallelschaltung ist die Spannung getrennt für alle Bauteile. Die Ströme können verschieden sein und der Gesamtstrom ist auf die Summe der Einzelströme. Und das kann ich dann auf diese Art und Weise grafisch addieren und komme dann so auf die grafische Darstellung der Parallel- oder Serienschaltung dieser beiden Bauteile. Wenn ich die Dioden parallel schalte, dann schaltet ja eine Diode zuerst durch. Ja. Das heißt, ich kann da nicht davon ausgehen, dass ich einfach, um mehr Strom durchzukriegen, mehrere parallel schalte. Nein. Sondern es wird quasi die Flussspannung ist eben eine Bauteilschwankung und die Diode, die quasi als erstes durchschaltet, die mit der geringsten Flussspannung, die wird den meisten Strom abgeben. Und erst irgendwo da oben kommen dann die anderen quasi nach, dann werden die anderen schon auch Strom durchflossen sein, aber wer weiß, ob dieser Strom hier überhaupt noch zu einem üblichen Betrieb dieser Diode zulässig ist oder nicht schon deutlich größer. Aber wenn man zum Beispiel mit LEDs arbeitet, das ist ein häufiger Fehler, wenn man LEDs hat, dass man mehrere LEDs machen möchte und dann hängt man die eben alle parallel an einen gemeinsamen Vorwiderstand. Und dann wird halt die eine LED, die die geringste Flussspannung hat, sehr hell leuchten für sehr kurze Zeit. Wir haben vorher gesagt, bei LEDs, wenn die kaputt werden, dann schmelzen meistens die Bonding-Drähte ab oder die Klebestelle wird locker. Das heißt, wenn die LED dann hin wird, wird sie zur Unterbrechung und dann kommt die LED dran mit der zweitkleinsten Flussspannung. Leuchtet für kurze Zeit sehr hell und das ist dann eine Einweglichtorgel. Die macht man einmal so durch und ist das heißt, wenn man solche Schaltungen macht mit vielen Dioden, entweder an jede Diode einen eigenen Vorwiderstand. Dann reguliert man quasi den Strom für jede Diode isoliert. Oder, was natürlich besser ist, so viele Dioden wie möglich in Serie schalten mit dann einem gemeinsamen Vorwiderstand. Und dann werden alle von dem gleichen Strom durchflossen. Und bei LEDs ist es meistens so, dass die Helligkeit ziemlich direkt eine Funktion der Stromstärke ist.
und wo genau die Flussspannung ist, ist halt so eine Bauteilschwankung. Aber wenn die alle von 20 mA geflossen werden, leuchten sie alle gleich. Ja, dann ist es auch viel effizienter ja. Und zusätzlich hat es den Vorteil, dass man nicht zu viel Energie im Vorwiderstand verbraucht. Wenn ich jetzt aber von der Serienschaltung ausgehe, würde ich jetzt fast sagen, aus dem Bauchgefühl heraus, das gibt eigentlich dasselbe. Ich kann nicht sagen, wenn ich jetzt zwei Dioden mit einer Sperrspannung von 100 Volt hintereinander schalte, kann ich 200 Volt sperren. Nein, das kann ich nicht. Also mit der Sperrspannung kann man so nicht argumentieren, weil da wird dann auch irgendwann mal... Das ist auch genau dasselbe Problem. Mhm. Gut. Aber das gibt schon so Ketten von Dioden mit hoher Sperrspannung. Ja, es ist nur blöd, wenn die erste durchbricht. Also du kannst quasi nicht, weil wenn die erste durchbricht, dann sackt das alles zusammen. Du kannst das machen, um die Gesamtsperrspannung zu erhöhen, aber nicht um dann eine davon tatsächlich, also um nicht um die ganze Kette dann im Durchbruch zu betreiben. Ah, es müsste sogar gehen. Müsste sogar gehen. Der 10er Dioden meinst du zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Doch, das müsste gehen. Z-Dioden sehen? Nein, es wird extrem ungenau, aber es bleibt immer noch genau diese Regel. Sie werden vom gleichen Strom durchflossen. Aber es gibt so Spannungsvervielfacherschaltungen für hohe Spannungen, die haben die Dioden auch in Serie gehängt. Ja, aber das meinst du jetzt Hochspannungskaskaden? Ja. Ja, aber das ist nicht um die Sperrspannung zu erhöhen, sondern das ist einfach die Hochspannungskaskade. Aber ich habe das schon gesehen, es gibt quasi Diodenkaskaden, die da sind für die größere Sperrspannung. Ich habe einmal einen Aufbau gesehen mit einem 10 kV Gleichrichter. Will man nicht hingreifen. Gut. Also soweit ich sehe, müsste es gehen, dass man die in Serie schaltet für eine höhere Sperrspannung. Für eine höhere Sperrspannung. Ich glaube, es müsste, also wenn es eine 10er Diode ist, müsste sogar das gehen, soweit ich das sehe. Und wenn es keine 10er Diode ist, dann will man sowieso nicht in den Durchbruch. Also dann ist es quasi. Man müsste schauen, wie sich genau die Spannung dann aufteilt, weil halt der Sättigungssperrstrom nicht gleich ist. Also ich will jetzt nicht sagen, passiert das. Ich automatisch sagen kann, zwei Dioden in Serie, die haben jetzt dann die doppelte, weil da könnte natürlich sein, dass es da irgendwelche Schwankungen gibt. Ein bisschen Ausgleichswiderstand über jeder Diode parallel oder so. Ja, aber das müsste man sich genauer anschauen. Aber ein Widerstandsspannungsteiler aus einigen Mega-Ohm-Widerständen zum Beispiel geht ganz gut, aber auch da kommt man relativ schnell an die verbotenen Leistungen dran. Also man denkt oft, ein Mega-Ohm ist eh so groß, aber wenn man dann in die hohen Spannungen kommt. Du brauchst ja am Mega-Ohm nicht gerade viel Strom, damit du eine hohe Leistung erzielst. Okay. Die letzte Frage. Wir haben das jetzt quasi grafisch gemacht, dass wir die so aneinander gelegt haben. Wie ist es denn jetzt algebraisch, wenn ich quasi die geschlossenen Formeln habe für die Serienschalter, für die Kennlinie? Wie kriege ich dann die geschlossene Formel für die Gesamtkennlinie? Genau, ich muss das Gleiche machen bei der Grafik. Da ist das einfacher oder das einfacher, je nachdem was. Und davon, wie man die Formel aufgelöst hat. Genau. Wenn ich irgendwie habe, I ist U durch R zum Beispiel, dann habe ich quasi hier den Strom stehen und da irgendetwas, was eine Funktion von U ist, eine hochkomplizierte Formel. Und damit ist es viel einfacher, diese Schaltung hier zu machen, weil ich nehme das für den ersten Bauteil, ich nehme das für den zweiten Bauteil, addiere es, dann kriegt man den Summenstrom. Für die Serienschaltung brauche ich das aber nach der Spannung aufgelöst. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ich schreibe das so an, und dann habe ich quasi hier irgendetwas, was eine Funktion vom Strom ist, und habe die Spannungen einzeln und kann dann die Spannungen schön addieren. Natürlich ist das beim ohmschen Gesetz ein bisschen einfacher als bei der Schockgleichung.
Aber es wird zum Beispiel viel einfacher, wenn man es so hat. Weil dann kann man da logarithmieren und dann ist der Rest. Also das i muss man rüber und dann kann man logarithmieren. Ja, also in dem Fall ist es einfach, weil das i kann man rüberbringen und dann kommt das minus 1 rüber als plus 1 und dann kann man wieder auf beiden Seiten logarithmieren. Aber man hat halt trotzdem diesen minus 1, der sich dann so links und rechts immer so durchgeht. Genau. Aber man kann sowas immer mit dem Maxima auch umformen. Und das pushe ich ja immer sehr, da versuche ich zu pushen hier bei dem Kurs, dass man möglichst wenig selber rechnen und schon gar nicht allzu viel Algebra selber machen, sondern das mit dem Maxima machen. Weil wir haben jetzt hier eine einfache Formel. Nicht? Da, wenn das mal irgendwie schon was Zusammengesetztes ist und dann habe ich eine Formel für das Zusammengesetzte und die ist schon mal zwei Zeilen lang und dann möchte ich da irgendwie das U, was auf der rechten Seite in fünf Stellen vorkommt, dann irgendwie links als ein Ding stehen haben. Also schauen wir uns kurz an, wie man sowas mit dem Maxima lösen kann. Das ist eh nur eine Gleichung, es ist nicht mal ein Gleichungssystem. Und wir sagen, I ist gleich IS mal. So, nehmen wir jetzt die kompliziertere oder nehmen wir die leichtere Variante? Die komplizierte natürlich. Natürlich. Weil wir haben ja ein Algebra-System, das für uns rechnen kann. So, dann muss ich aber hier noch eine Klammer aufmachen. Dann zusätzliche Klammer zu. So, und dann machen wir U durch N mal UT. Und das hätten wir gerne nach U aufgelöst. Bitte sehr. Dann sagt er uns das gleiche nach U aufgelöst. Und da haben wir U und rechts kein U mehr. Das ist ja das Problem, nicht? Wenn man da was Großes hat, wo da auf der rechten Seite vielleicht das U fünfmal vorkommt, dass man das in eine Form bringt, wo steht U ist gleich, ist oft einfach, aber dass da steht U ist gleich und rechts nirgends ein U ist, dann manchmal ein bisschen komplizierter. Gut, aber man sieht, das geht sehr schön mit dem Maxima. Braucht man sich gar nicht anstrengen und mit Logarithmus hin und Exponentialfunktion her. Kann damit auch ganze Gleichungssysteme lösen. Also. Gut. Aber das war diese Frage hier, wie kann man das algebraisch beschreiben? Man macht entsprechend die gleichen Dinge mit Additionen. Und je nachdem, wie man das vorliegen hat, ist es algebraisch leichter oder grafisch leichter. Wann geht es denn algebraisch nicht? Zum Beispiel, aber was ist denn sehr häufig, wie ich Kennlinien ermittle? Über ein Datenblatt, da habe ich dann eine Grafik. Oder über einen Kennlinienschreiber, der probiert auch einfach nur aus, der Kennlinienschreiber. Der legt halt an ein Bauteil, Spannung 1, Spannung 2, Spannung 3, Spannung 4 und macht eine Tabelle. Und natürlich kann ich die Tabelle dann irgendwie als plotten, das schaut dann aus wie ein Funktionsgraph. Aber es ist halt keine Funktion, die ich in einer algebraischen Form kenne. Das heißt, ich muss das dann auf dieser grafischen Art und Weise machen, dass ich diese Kennlinien miteinander kombiniere. Wobei ich das dann meistens auch ganz gut interpolieren kann. Ja, also die Frage ist halt, wie viel man darüber weiß. Wenn garantiert ist, dass du nur aus dem Bereich, wo es dein Kennlinienschreiber geschrieben hat, musst und du nicht extrapolieren musst, dann kannst du es halbwegs annähern. Ja, natürlich. Man kann auch oft einfach eine Tangente anlegen und sagen, alles ist ein Widerstand und eine Spannungsquelle. Da gibt es ja dieses Pseudo-Paper über unterschiedliche Papierarten. Also früher gab es ja Logarithmenpapier und so weiter und so fort, wenn man es auf einer logarithmischen Skala gemacht hat. Und da gibt es ein Paper, wo jemand quasi 50 verschiedene Papierarten vorgestellt hat, sodass jede erdenkliche Funktion einfach eine gerade Linie ist mit absurden Dingen wie zum Beispiel Sinuspapier und so. Weil man halt immer versucht, das Papier so zu wählen, dass eine gerade Linie rauskommt. Das ist dann für Sinuspapier vermutlich nur innerhalb zwischen plus minus 180 Grad oder so, oder? Ja, und...
Gut. Noch Fragen zu dem?